Hallo und willkommen zurück zu Mass Effect. Wir haben ja das letzte Mal haben wir mit ihm gesprochen? Also wir haben auf jeden Fall mit ihm da, mit dem Harkin gesprochen, aber ich glaube mit ihm ja nicht. Mit dem jetzt? Ich sehe mir die Show an. Der will ja eh nicht mit uns reden. Commander, was wollen Sie? Ja, Shaira schickt mich, aber ich frage erstmal nach Problemen. Erstmal ein bisschen mit den Freunden klären. Ja. Was belastet Sie, General? Ich habe schon viele schreckliche Dinge gesehen. Und es gibt in der ganzen Galaxis nur eine Frau, die mir helfen kann, sie zu vergessen. Wenn Sie so empfinden, warum verbreiten Sie dann Lügen über sie? Weil sie mich abgewiesen hat. Mich, Septimus Oraka, General der Turianischen Flotte. Ja, so macht man das. Man ist in jemanden verknallt, wird abgewiesen und dann lügt man, was das Zeug hält, um den Ruf zu zerstören. So gewinnt man das Herz einer Frau. Ist sie das wirklich wert? Es muss doch andere Frauen geben. Ich will aber keine andere Frau. Ich will sie. Und nur sie allein. Hören Sie, ich weiß zu schätzen, was Sie da tun. Aber Sie verschwenden Ihre Zeit. Verdammt. Ich kann es doch nicht benutzen. Auf andere Weise machen. Ja, dann würde ich aber vielleicht einen anderen Weg nehmen. Nicht besaufen und nicht so eine Scheiße labern, oder? Denke ich jetzt, dass das irgendwie sinnvoller wäre. Schönen Tag noch, General. Oh. Ja, gehen Sie nur. Wir sehen uns später. Es scheint nicht richtig zu sein, einfach so zu gehen. Ha! Vergeuden Sie Ihre Zeit nicht. Laufen Sie jetzt weg, solange Sie es noch können. Na, ich probier's mal, aber ich glaube, ich werde nicht viel machen können. Sie müssen wie ein General handeln, wenn Sie das überwinden wollen. Ich habe mein ganzes Leben wie ein General gehandelt. Wo hat mich das hingeführt? Nein, diese Zeit ist vorüber. Ich bin, was ich bin. Ein müder, einsamer, erschöpfter Soldat. Das kaufe ich Ihnen aber nicht ab. Sie sind ein verdammter General. Hören Sie auf zu jammern. Ha! Sie haben Mumm. Es gibt in der ganzen Galaxis nur 5 Leute, die so mit mir reden würden. Denken Sie, das wäre leicht, sich zusammenzureißen und wie ein General zu benehmen? Ich denke, es könnte nicht schaden. Vielleicht haben Sie recht, Commander. Shaira ist die Mühe wert. Auch wenn sie mich nicht zurückhaben will. Jo, freut mich. Das ist kein Ort für jemanden Ihres Ranges, General. In Ordnung, ich gehe zu ihr. Nachdem ich kalt geduscht habe. Ziemlich lange. Sie sind ein kluges Köpfchen. Hätten Sie Interesse, ein paar Credits zu verdienen? Das ist auch super. Da hilft man ihm dann aus seiner Sache raus, oder er ist noch nicht mal ganz raus, dann oh, erstmal einen Job anbieten. Möglicherweise. Was soll ich für Sie tun? Es gibt da einen Elcor-Diplomaten, der glaubt, Shaira hätte seine Geheimnisse verraten. Warum denkt er das? Weil ich es ihm gesagt habe. Sie müssen ihm sagen, wie es wirklich ist. Wieso denken Sie, er würde mir glauben? Sie bringen ihm Beweise. Nehmen Sie dieses Datenpad. Da steht, wo ich meine Informationen her habe. Es wird Shaira entlasten und den Elcor überzeugen. Wem bringe ich es und wo ist er? Sein Name ist Xeltan. Er ist ein Elcor-Diplomat. Er ist drüben in der Botschaft und beschwert sich über Shaira. Gut. Auf Soldaten, die wie Soldaten handeln. Danke, Commander. Wissen Sie, Sie würden eines Tages selbst einen guten General abgeben. Kaum zu glauben, dass sich ein General wegen einer Frau so aufregen kann. Das liegt nur daran, dass Sie die Frau nicht verstehen, Kaida. Hä? Was macht er? Okay. Tja, ja. Warum hat Captain Anderson uns nicht gesagt, dass er früher Spectre war? Vielleicht stimmt es nicht. Harkin ist ein Arsch. Ich wette, der spielt nur mit uns. Vermutlich haben Sie recht. Trotzdem würde ich gerne hören, was der Captain zu all dem zu sagen hat. Ich überlege gerade, ob hier auch ein Keeper war. Aber, oh, das ist hier eigentlich gefühlt kürzer. Ja, irgendwie ein bisschen verstrickt das Ganze. Denn bei dem Elcor-Botschafter waren wir ja auch schon am Anfang. Irgendwie hackt das gerade ein bisschen scheiße.
So, hast du denn Zeug? Hallo. Hallo. Willkommen in Morlands berühmtem Geschäft. Brauchen Sie viele gute Vorräte? Ja. Einfache Frage. Lassen Sie mal sehen, was wir haben. Oh, Sie werden zufrieden sein, denke ich. Ich habe sehr schöne Dinge. Sie werden schon sehen. Oh, er hat Dinge. Dafür habe ich so gut wie kein Geld. Was kann ich denn hier verkaufen? Was haben wir denn hier? Bioverstärker. Es wäre schön, wenn sie noch kurz ganz kurz hinschreiben könnten, was sie machen eigentlich hier. Was ich da so habe. Weiß ich wieder nicht, was ich alles verkaufe. Oh, ich habe aber viel. Habe ich mich überhaupt schon mal ausgerüstet jetzt wieder? Ich behalte das mal erstmal noch. So, ich würde sagen. Ach, der. Ist das wirklich? Wow, Sie sind es! Und wer bist Sie du? Sie sind Commander Shepard, der Held von Eden Prime. Es ist mir eine große Ehre, Sie kennenzulernen. Ja. Schön, Sie kennenzulernen. Und Sie sind. Mein Name ist Konrad. Konrad Werner. Angeblich haben Sie auf Eden Prime mehr als 100 Geth getötet. Aber, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, heißt er, warte mal, hier steht's. Achso, na gut, mit V. Ich hätte sonst jetzt schon wieder rummeckern wollen, dass er den Nachnamen auch deutsch hätte aussprechen können. Ich wollte bloß helfen. Wirklich, lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe die meiste Zeit damit verbracht, am Leben zu bleiben und den Kolonisten zu helfen. Hey, Sie sind bestimmt sehr beschäftigt. Aber würden Sie mir vielleicht ein Autogramm geben? Klar. Was soll schon passieren? Für einen Fan tue ich alles. Hier. Danke! Ich weiß das wirklich zu schätzen. Meine Frau wird sowas von beeindruckt sein. Dann lasse ich Sie jetzt in Ruhe. Aber wenn Sie mal wieder auf die Erde kommen, würde ich Ihnen gern einen ausgeben. Danke nochmals. Die wird sogar noch begeisterter sein, wenn wir dann Spectre sind. So, dann muss ich mal hier ins Tagebuch gucken. Der Fan. Sie hatten eine Begegnung mit Konrad Werner. Er scheint ein harmloser Fan von Ihnen zu sein. Was sollte es schon schaden, mit ihm zu sprechen? Jo. Was haben wir hier noch? Xeltans Beschwerde. Achso, das war das. Die Keyboard-Scan, da haben wir erst 7 und die ist auch. Achso. Zu der müssen wir auch noch. Ich würde sagen, wir gehen zuerst zu dem. Was auch immer der Typ war. Ich hab's nicht, vergessen. Dass Sie das hier gekauft haben. Dieses Modell verkaufe ich nicht. Ich weiß, dass Sie es waren. Ich erinnere mich an Sie. Wirklich? Das ist beeindruckend. Normalerweise könnt ihr Menschen keinen Turianer vom anderen unterscheiden. Dies ist der richtige Ort. Bekomme ich nun mein Geld zurück oder nicht? Haben Sie eine Quittung dabei? Was? Nein, ich... Ich habe keine bekommen. Dann kann ich Ihnen nicht helfen. Tut mir leid. Aber... Ich kann Ihnen nicht helfen. Kommt da jetzt noch mehr? Irgendwie dachte ich, da kommt noch was. Aber so als Einzelhandelskaufmann finde ich dieses Gespräch sehr witzig. Unter anderem. Also den Anfang finde ich recht witzig, weil ich habe das hier gekauft. Was? Ich verkaufe das ja gar nicht. Hier Botschaften. Tja, und dann meint er, oh gut, ihr habt es ja mitgekriegt, aber dann meint er halt, ich kann mich an Sie erinnern. Na gut, haben Sie denn eine Quittung? Was? Nein. Tja, dann konnte ich Ihnen auch nicht weiterhelfen. Und damit war es abgeschlossen. Da sind Sie so fortschrittlich und dann haben Sie immer noch dasselbe Problem mit dem Kauf, Einkauf und Verkauf. Dieser Ort ist ein wenig zu perfekt. Als ob Sie was verbergen. Nee. Bin schon wieder falsch. Ach so, da ging es nicht lang. Musste ich echt darüber? Ich weiß es nicht mehr. Wissen Sie das? Nö. Ich spreche nicht mit mir. Aber ich hätte es auch anklicken müssen. Aber wollte ich nicht. So, ist jetzt hier mal. Nee, hier sind wir doch auch nicht. Ach so, nee, das ist. Habe ich hier den Keeper schon gesammelt? Also, Daten gesammelt? Nee, sieht nicht so aus.
Na, wenn wir gleich hier, also hier sind, können wir das gleich machen. So, da haben wir 8 von 30, 25. Elkor, genau. Zum Elkor-Diplomaten wollen wir. Hier lang? Nee, hier ist er. Hier ist die Bar. Warte mal, hier ist da auch noch ein Keeper. Genau. Finde ich ganz, eigentlich ein ganz witziges Sammel, eine ganz witzige Sammelquest, aber ja, so kommt man halt an überall an die Orte auf der Zitadelle. Hä? Wo? Oder hier? Hallo? Nee. Da vielleicht? Nee. Was ist denn? Hä? Dann vielleicht doch da drüben. Also was heißt vielleicht? Muss er dann da sein. Geht ja gar nicht anders. Da komme ich nicht rein. Da wollen sie mich nicht reinlassen. Da wollen wir jetzt nicht hin, wobei wir mit dem auch noch reden könnten. Ach, okay. Ich war schon richtig. So. Ein See gegrüßt, Mensch. Dies ist leider kein guter Zeitpunkt. Ich kann Ihnen helfen. Ich helfe nämlich jedem. Ich weiß, wer Ihr Geheimnis verraten hat. Es war ein Turianer namens Septimus. Ungläubig. Ich kenne diesen Septimus. Er kann nichts von meinen Geheimnissen wissen. Er kann nur durch die Asari davon erfahren haben. Das stimmt nicht. Schauen Sie mal. Verwirrt seiend. Ich kann mir das nicht erklären. Wenn der Turianer das selbst herausgefunden hat, bedeutet dies, dass alle mein Geheimnis herausfinden könnten. Ich hatte letztens mit meinem Bruder so ein Gespräch. Da gibt es auch im Internet so eine Seite so für das deutsche Wort Tja. Wird so für Weltuntergangsszenarien und so genommen, wenn irgendwas ganz Schlimmes passiert. So, tja, ich hätte gern diese Auswahl. Jetzt so, tja. Und das war's. Sie werden es schon, ja. Septimus ist ein mächtiger Mann und selbst er hatte Schwierigkeiten, es herauszufinden. Erleichtert sprechend. Ich denke, Sie haben recht, Menschen-Commander. Danke für diese Information. Erschreckte Erkenntnis. Ich muss mit der Konsortin sprechen. Sie wird sehr verärgert über mein Handeln sein. Nervös entschuldigend. Entschuldigen Sie mich, Mensch. Ich muss jetzt gehen. Ich bin sicher, dass sie Ihnen vergeben wird. Sie haben nicht bösartig gehandelt. Leise daran zweifelnd. Ich hoffe, Sie haben recht, Menschen-Commander. Ich würde es mir sehr wünschen. Sie haben mir sehr geholfen, Commander. Zustimmend. Sehen Sie denn, nicht alle Menschen sind so, wie Sie behaupten. Ach so. Ich bin sicher, dass der Erdling irgendwie Profit aus der Sache schöpft. Verzeihend. Hören Sie nicht auf meinen Volus, Landsmann. Sie haben sehr geholfen. Ganz gleich, aus welchen Beweggründen. Naja, aber er hat recht. Ich habe Credits bekommen, ich habe Erfahrungspunkte bekommen. Oh, ein Keeper. Ich habe gute oder böse Punkte bekommen. Was mich jetzt ein bisschen verwirrt, könnte natürlich daran liegen, dass die Elkor vielleicht generell ein bisschen unscharf sind von den Texturen her. In den letzten Folgen war es ja alles ein bisschen unscharf irgendwie, ein bisschen schwammig. Aber die drei sind ja jetzt wieder, sind ja scharf, ne? Ich meine, das sind schon halt scharfe Geräte. Rede ich jetzt mit dem nochmal? Ich bin mir jetzt unsicher, ob das Sinn macht. Na gut, das hat jetzt auch nicht so viel Sinn gemacht. Egal. Wir gehen zur Konsortin und klären das und... Ach, hier geht's nicht lang. Jo, und dann können die uns mal irgendwie coole Sachen geben dafür. Oder ein Dankeschön. Wobei... Hat die sich schon bedankt, als wir den Auftrag angenommen haben? Ich glaube. Boah, das war jetzt aber laut. Präsidium. Achso. Hallo, kann ich noch mal? Septimus hat sich erklärt. Anscheinend möchte er, dass die Konsortin ihm verzeiht. Okay, sie weiß auch von dem Problem. Ja, genau. Es ist schon lange her. Ich kann mich kaum noch erinnern.
Warum ja, bist genau. du zur Zitadelle zurückgekehrt und zur Konsortin? Ich weiß es nicht genau. Es klingt seltsam, aber es war, als ob ich einem Ruf folgen müsse. Nein, nicht seltsam. Viele von uns empfinden so. Aber du bist die Erste deines Volkes, der es so ergeht. Wirklich? Ich habe noch keine anderen Menschen hier arbeiten sehen. Aber ich wollte auch nicht fragen. Nach dir werden sicherlich noch viele kommen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Dein Volk hat gerade erst angefangen, die Welt zu entdecken. Hm, klingt komisch. Aber gut, wenn sie glücklich hier ist, so zu arbeiten und so. Oder hier zu arbeiten. So, wir haben Neuigkeiten. Was soll eine Neuigkeit? Commander, ich habe gerade eine reizende Nachricht von Septimus erhalten. Danke, dass Sie mit ihm gesprochen haben. Sogar der Elkor-Diplomat hat seine Kampagne gegen mich abgesagt. Ja, bitte. Es war mir eine Ehre, Ihnen zu helfen. Sie sind sehr freundlich, Commander. Aber Sie sollen mir nicht allein aus Freundlichkeit geholfen haben. Ich kann Ihnen noch etwas anderes geben, falls Sie Interesse haben. Klar. Es wäre mir eine Ehre. Mein Geschenk besteht aus Worten. Eine Bestätigung dessen, wer Sie sind und was aus Ihnen wird. Ich sehe, dass Ihnen Ihre Uniform passt, als ob Sie in sie hineingeboren wurden. Sie sind ein Soldat, durch und durch. Stolz, eigenständig, einsam. Aber es gibt Ihnen Stärke. Diese Stärke zieht andere in ihren Bann. Darum sind sie der Anführer, dem die anderen ergeben folgen. Diese Eigenschaften werden sie in den nächsten Kämpfen brauchen. Das ist es, wer sie sein könnten, aber nicht, was aus ihnen wird. Es ist nur die Grundlage für ihre glorreiche Zukunft. Denken Sie an diese Worte, wenn Sie einmal zweifeln sollten, Commander. Ich habe schon wieder die Hälfte vergessen von dem, was sie gesagt hat, also... Ja, ich versuche dran zu denken. Ja, wir sind mal nett. Sie haben ein ganz besonderes Talent, Shahira. Ich danke Ihnen. Das weiß nicht jeder derart zu schätzen wie Sie. Sie dürfen die Macht der Worte nicht unterschätzen, Commander. Hier, Commander. Als Belohnung für Ihre Bemühungen um den Elkor-Botschafter möchte ich Ihnen dieses kleine Schmuckstück schenken. Was ist das? Ein kleines Geheimnis. Ich habe nie erfahren, zu was es gut ist, aber ich fühle, dass jetzt die Zeit gekommen ist, es weiterzugeben. Und jetzt muss ich Sie bitten zu gehen. Ich habe alles für Sie getan, was in meiner Macht stand. Und denken Sie an meine Worte, Commander Shepard. Sie werden Ihnen Stärke geben. Mhm. Aber auch nett umschrieben, um zu sagen, ich habe hier Plunder, den gebe ich Ihnen, weil ich keine Verwendung dafür habe. Was habe ich eigentlich bekommen? Weiß das jemand? Achso, hier muss ich mal kurz... Hier irgendwas Cooles? Nö. Hier irgendwas Cooles? Nö. 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 Und sie hier? Ich glaube, wir können das eigentlich mal alles verticken, was wir hier so haben. Ich doch gerade, Mann. Lass sie mich immer Commander nennen müssen. Ich meine, klar, ich bin Commander, aber das muss doch nicht jedes Mal gesagt werden. Finde ich schon ein bisschen nervig. Aber nur ein bisschen. So, na gut. Ist nichts Tolles, nichts Interessantes und Neues. Hm. Ach so, ich könnte natürlich hier mal gucken. Tagebuch. Beenden. Hm. Wow. Gehen Sie... Ja, haben wir gesprochen. Okay. Sie jetzt hier. Septimus hat sich bei Shahira entschuldigt und Xeltan hat seinen Antrag zurückgezogen. Das Denkbarkeit hat Ihnen die Konsortin ein seltsam geformtes Schmuckstück geschenkt. Es scheint ein proteanisches Design zu sein und neben dem hübschen Aussehen keinen praktischen Zweck zu haben. Wow! Bin ich ja echt begeistert. Da macht man hier, läuft hin und her und klärt Sachen und macht Dinge und dann kriegt man ja auch Dinge wieder. Also gut, so ausgedrückt ist es jetzt nicht so schlecht, aber jo. Na, wir haben Erfahrungspunkte bekommen und wir sind durch die Zitadelle gelaufen. Schön riesig. Ich bin mir sicher, der hat gesagt ganz schön riesig, aber schön riesig ist irgendwie seltsam, wenn er das so sagt.
Ja, gut, das war's erstmal mit der Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank, ja, bis dann. Tschüss. Die Geth sind ein humanoides Volk von vernetzten KIs. Vor 300 Jahren wurden sie als Arbeits- und Kriegsmaschinen von den Quarianern erschaffen. Als die Geth beginnende Zeichen einer technologischen Singularität zeigten, entschlossen sich die Quarianer zu ihrer Auslöschung. Aber die Geth gewannen den nachfolgenden Krieg. Dieser Vorfall führte zur legalen und systematischen Unterdrückung aller künstlichen Intelligenzen in der galaktischen Gesellschaft. Alle Geth sind Teil eines einzigartigen Intelligenznetzwerkes. Jede individuelle Einheit verfügt nur über rudimentäre animalische Instinkte. Wenn sie aber in größerer Anzahl und in unmittelbarer Umgebung agieren, steigert sich die intellektuelle Leistungsfähigkeit aller einzelnen Einheiten. In Gruppen können sie dann wie alle organischen Lebewesen Entscheidungen treffen, Situationen analysieren und Taktiken entwerfen. Die Geth bevölkern den hintersten Abschnitt des Perseus-Arms, jenseits der gesetzlosen Terminus-Systeme. Zwischen ihrem Lebensraum und den Terminus-Systemen liegt der Perseus-Nebel, eine undurchsichtige dunkle Wolke aus Gas und Staub.